mal ein Gelaberer aus Carsten seinem Esszimmer über die gestern gelaufene Sendung Dickes Deutschland, wo ja unser Carsten, unser Kringelchen, wahrscheinlich seinen letzten Auftritt hatte. Lass uns darüber reden, wie es uns gefallen hat. Zuerst darf er natürlich der in der Sendung dran teilgenommen hat, seine Meinung dazu äußern, was ihm gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat daran. Also was mir nicht gefallen hat, da habe ich gar nichts zu sagen. Mir hat eigentlich alles super gefallen. Vor allem die Szene mit meiner Mama. Das war so süß von ihr. Und ja, unser Rocky, wo der da zum Schluss auf dem Bett gelegen hat. Wir haben uns einfach kaputt gelacht. Generell fanden wir das gestern mega geil, die Sendung. Und ja, also was zu kritisieren, habe ich überhaupt nicht. Wie gefielen dir denn die anderen Darsteller in der Sendung? Super. Ist da irgendwas gewesen, was dir nicht gefallen hat? Also mit Julia und Andreas habe ich persönlich auch Kontakt per WhatsApp. Ja, Melanie, naja, geteilte Meinung. Melanie, hieß die Melanie? Ja, ne? Ja, Melanie. Die junge Frau, die junge Dame, die mit den eigenen YouTube-Kanal und Instagram-Kanal. Also da kann man geteilte Meinung sein. Sie ist noch jung. Sie steht auf ihre Funde. Ja, soll sie. Aber wenn sie mal so in unserem Alter kommt, naja, ich sag mal so Mitte 30, wir sind ja schon... Also ich zumindest über 40, Klaus ist knapp an die 60. Knapp an die 60, wo wir auch nicht nach Hause gehen. Ich habe Ihnen schon am Dienstag gesagt, da sagen wir auch näher was zu. Ja, wie gesagt, Melanie, wenn die älter wird, die wird es hinterher mit ihren Knochen und so merken, mit ihrem Übergewicht. Ja, aber ich habe nichts zu kritisieren an der Sendung. Hat uns super, super geil gefallen. Auch dieses Vorher-Nachher mit den Duschen fanden wir total klasse. Ja, Mama so oder so. Mama kommt total super rüber. Ja, ansonsten war alles spitzenklasse. Wir haben uns sehr köstlich amüsiert gestern Abend. Es war für RTL eine sehr weichgespülte Folge. Ja. Da wurde keiner an den Pranger gestellt oder wurde zur Schau gestellt. Nein, das auf gar keinen Fall. Ne? Warten wir mal die nächsten Folgen ab, wie es weitergeht damit. Ja, und Dienstag, Tanz in den Mai, haben wir Party gemacht. Ne, wo waren wir? Wir waren am Dienstag mit den Arbeitskollegen von meiner Frau in Palp im Eventschloss in Duisburg. Und da haben wir schon gedacht, oh Gott, die alten Säcke gehen mal raus, da ist nur Jugend. Aber es war ein sehr angenehmer Abend und ein sehr angenehmer Morgen. Ja. Ja, das Einzige, was schade war, wir waren hinterher noch in einer großen Fastfood-Kette. Und da werden wir nachher noch mal ein paar Bilder einblenden. Das sah morgens um 4.30 Uhr aus wie Sau. Ja. Was überhaupt nicht ging in diesem Laden war, dass man um diese Uhrzeit, egal zu wem, Sachen nur in Tüten rausgegeben hat. Ja. Und wie gesagt, in das Pulp in Duisburg war mega, mega geil. Wir haben uns hinterher gefühlt wie junge Leute. Wir haben mit den jungen Leuten mitgehalten, mit dem Tanzen. Und ja, es war ein richtig, richtig geiler Abend. Bei mir war es oder so mega geil, weil ich bin letztes Mal vor 9 Jahren war ich mal wieder richtig mal tanzen gewesen. Und es hat mega Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat sich dabei bemerkbar gemacht, dass du jede Menge Kilos abgenommen hast. Dass die Knochen nicht wehgetan haben. Ja. Das fand ich eigentlich am wichtigsten, dass meine Knie nicht geschmerzt haben, dass der Rücken gut war, dass ich mich einfach rundherum wohlgefühlt an diesem Abend. Ich auch. Also wir standen viel, wir haben viel getanzt, ohne Pause. Also ohne Pause, ohne Pause war es. Ne? Ein sehr netter Abend in diesem sehr weitläufigen
lokal. Es passte. Ja. Nur das Lustige war dran, als wir reingegangen sind, mussten wir beiden alten Säcke und die Frauen unsere Personalausweise zeigen. Warum und weshalb auch, keine Ahnung. Es war einfach nur lustig. Ja, fand ich auch. Ja, also. Ja, und wie läuft es weiter? Wie läuft es weiter? Wir werden noch ein zweites Intro drehen. Unser erstes Intro wird hier vorgeschnitten. Gebt uns Feedback dazu, wie es euch gefallen hat. Nächste Woche wollen wir eine Runde tapezieren. Da werden wir auch mal ein bisschen drüber drehen. Und dann die Woche geht es definitiv nach Moers. Dann wird das Wetter besser. Weil solange das Wetter so bescheiden ist mit Regen und schlechter Sicht und alles, lohnt es sich einfach nicht, draußen was zu drehen. Ja. Und wie gesagt, Leute, ihr da draußen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wenn ihr mal zu uns stoßen wollt, mit uns was drehen wollt, meldet euch ruhig bei uns. Wir sind immer dazu bereit, sowas zu machen. Deshalb habt euch gut. Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.